Abgefahren, oder? Komm, wir gucken uns die Werkstatt und die Galerie von Jens Galschiot an. Los geht's. Jetzt wird's crazy, Leute. Es wird richtig crazy. Also hier sind so krasse Figuren. Es ist echt crazy. Wir wissen, in welche Richtung das Erdklima sich bewegt. In eine irreparables, selbstverstärkendes Chaos. Dennoch bestehen wir darauf, unseren Lifestyle fortzuführen. Ja, sieht doch abgefahren aus, ey. Ja, es ist genau die Figur. So, pass auf, ich habe gerade diese Figur gesehen und habe zu Dennis gesagt, letztes Jahr in Dänemark stand diese Figur in Aalborg. Und ich habe die noch fotografiert, weil ich die so krass fand. Und jetzt habe ich das Foto rausgesucht und es ist 1:1 genau diese Figur gewesen. Genau diese Figur stand da. Gutes Gedächtnis. Also hier sind so krasse Figuren. Das ist echt crazy. Ja, es soll quasi, die Frau sitzt oben auf den Schultern des afrikanischen Mannes, der die Bürde dieser Zivilisation trägt. Sie trägt die Waage der Gerechtigkeit, aber sagt, ich würde alles tun, um das wieder in Gleichgewicht zu bringen, außer von dem Rücken des Mannes runtergehen. Na. Und er zerbricht darunter. Eine bewegende Skulptur. Ja. Leute, das ist, guck mal, aus Wachs. Was ist das krass hier? Alter. Also hier gibt's wirklich an jeder Ecke irgendwas zu sehen. Das ist so krass hier, Leute. Das ist Wachs, ne? Aber so ein Space brauchst du auch, um das alles zu machen, oder? Nur dieser ganze Space ist einfach so abgefahren, oder? Finde ich in Ordnung. Oh, ich finde es so krass hier. Das ist eine Toilette für Freundinnen, die zu zweit aufs Klo gehen. Das ist so witzig. Das Krasse ist so in Dänemark, irgendwie habe ich das Gefühl, dass du auch die Möglichkeit überhaupt hast, sowas zu machen. Wenn du das in Deutschland machen willst, dann musst du erstmal richtig viel Abschluss mit deiner Kunst verdienen. Und erst dann kannst du dir so ein Ding hier leisten. Ja gut, er verdient wahrscheinlich auch nicht schlecht, aber es ist hier irgendwie normaler, Kunst zu machen als in Deutschland. So, hier gibt es auch noch so einen Außenbereich, da kann man dann hier in den Skulpturenpark gehen und sich noch ein paar Sachen angucken. Wild. Und diese Skulptur gab es auch in klein drinne. Hier sieht man so einen ausgehungerten Menschen, der dann Turnschuhe trägt. Ein 12-Jähriger. Die sollten mal neu gewesen sein. Das war eine Idee, die es noch mal größer gab, glaube ich. Ja. Er hat so Konzepte, die er dann wohl mehrfach umsetzt, um zu gucken, was am besten aussieht, funktioniert. Ich finde auch immer cool seine Idee dazu, ne? Das ist echt gut umgesetzt. Einfach, aber gut, ne? Hier ist ein Kupferbad, da kommen quasi die Skulpturen rein. Und dann, wie genau das funktioniert, weiß ich nicht, aber ich schätze mal mit Strom und dann wird das galvanisiert oder wie das heißt. So wie es aussieht, ist hier auch gerade was drin. Und ich schätze mal, das wird dann von der Farbe anders. Von so zu so vielleicht, ne? Wer weiß das schon. Wisst ihr, woran mich diese Skulpturen erinnern? Kennt ihr die Band Spongel? Die hat ein Logo, das so ähnlich aussieht. Nur mit mehreren Augen, ne? Mehr Augen darüber, ja. Als hätten die ein Bild genommen von ihm und das verändert oder so.